Julian ist ein helles Köpfchen. Doch bei Klassenarbeiten kann sich der 14-Jährige nur schwer konzentrieren und schafft es nicht, sein Wissen, was er hat, auch abzurufen. Jannis würde so gern einen Kopfsprung können. Doch wenn alle zuschauen, ist er gehemmt. Dabei ist der 13-Jährige sonst sehr sportlich und alles andere als ängstlich. Marie spielt regelmäßig in Filmen mit. Die 11-Jährige hat diesmal eine Rolle ergattert, in der sie neben ihrem Lieblingsschauspieler Fritz Fuchs aus der Reihe Löwenzahn auftreten darf. Wegen ihrer Unbekümmertheit ist sie bei den Regisseuren sehr beliebt. Doch bei diesen Dreharbeiten bekommt sie den Text einfach nicht in den Kopf. Oft sind es nur kleine Blockaden, die die Kinder hemmen. Also kein Fall für den Psychologen. Ein Erwachsener würde vielleicht ein Mentaltraining besuchen. Diesem Trend folgend wird inzwischen neben schulischer Nachhilfe auch Kindercoaching angeboten. Allerdings nicht für ehrgeizige Eltern, die zu viel vom Kind fordern. Wenn Eltern ihr Kind auf Effizienz trimmen wollen, dann sagen wir klar nein. Das ist nicht das, was wir machen. Wir möchten schauen, wo steht das Kind und wie können wir das Kind unterstützen? Wo sind die Potenziale des Kindes? Nicht irgendwelche Reserven irgendwo noch rauszukitzeln, sondern wo kann das Kind in seinem Alltag Unterstützung gebrauchen? Ein Werkzeug für den Kindercoach ist die Traumreise. Hier wandern alle in Gedanken zu ihren Lieblingsplätzen. Hier können sie sich ihren Problemen stellen und über Situationen, die vorher ausweglos erschienen, lachen. Den Kindern gelingt es, sich zu entspannen. Experten nennen das Alpha-Zustand, bei dem das Gehirn langsamer schwingt. Dieser wird symbolisch auf drei Fingern einer Hand verankert, eine Situation, an die sich die Kinder später wieder erinnern. Für die Kinder bedeutet es, wenn sie sich das ankern und den aufrufen, dass sie zum Beispiel, wenn eine Prüfungssituation ist und dadurch das Gehirn schneller schwingt, dann ganz schnell in einen ruhigen Zustand kommen, sich auf ihre Antworten und Lösungen konzentrieren können und dadurch leichter lernen, ihr Wissen, was sie ja haben, auch in Prüfungssituationen abrufen können. Die erste Sitzung ist immer ein Einzelgespräch. Julian spürt die ersten Erfolge nach 6 Gruppentreffen. Im Gegensatz zu früher mache ich dann die 3 Finger zusammen und dann kann ich einfach besser arbeiten, konzentrierter, schneller und kann mir das auch besser merken, was ich schreibe und zum Beispiel auch Vokabeln. Der Weg hat ihm jetzt einfach auch gezeigt, dass es wichtig ist, Dinge loszulassen und nicht mehr zu machen, um Zeit für sich zu haben. Und er hat sich jetzt von ein paar Dingen von alleine verabschiedet, die er nicht mehr machen wollte, um einfach auch mal wieder Freizeit zu haben, um einfach mal wieder entspannter zu sein. Julian hat sich für Judo und gegen die Pfadfinder entschieden und mehr Zeit für sich gefunden. Mit vielfältigen Methoden werden beim Kindercoach die Hemmungen abgebaut. Spielerisch zum Beispiel überlegt Jannis, wie es wäre, sich den Kopfsprung bereits getraut zu haben. Damit macht er sich selbst Mut. Und vielleicht ist ja auch was möglich. Sind die Hemmungen jedoch schwerwiegender, sollten sich Eltern unbedingt für einen Psychologen entscheiden, auch wenn das Wort Kindercoach positiver klingt. Marie hat eine Trainerin geholfen, der aber nicht nur die Textsicherheit am Herzen liegt. Auch andere Sachen wie Stärken sind ganz wichtig, dass die Kinder in dem Zusammenhang nicht ihre Hürden sehen, die sie überspringen müssen, sondern das Ziel vor Augen haben. Und dieses Ziel verleiht ihnen Energie und Sicherheit und dass sie sich einfach wohlfühlen und aufgehoben fühlen.